Mess aus dem Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account, welcher ja mittlerweile bei 2 Millionen EP angekommen ist. Nach, wie lange mache ich den Scheiß jetzt schon? Hatte ich gerade 8 Jahre oder 7 Jahre? 8. Ja. Das ist eine Leistung, ne? Ich weiß. Wie dem auch sei. Was haben wir denn heute für Missionen? Einmal im Capture the Flag. Nee, sorry. Im CP-Modus, im Control-Points-Modus. 5 Punkte erobern, 500 Kristalle sammeln und 7 Reparaturkisten. Das sollte also heute alles so weit möglich sein. Falls nicht, ja, dann spricht das natürlich für meine Qualitäten. Oh, okay. Für alle die sich fragen, wo steht's denn momentan bei den Containern? 85 und 8 wöchentliche. Ich bin sehr guter Dinge, was die ganzen Herausforderungen angeht, ne, die 50 Stufen. Ich bin ja sehr guter Dinge, dass ich doch weit komme. Ob es jetzt die 50 tatsächlich wird, weiß ich nicht, aber die 33, die sollte man eigentlich schon mal hinbekommen, ne? Also insofern, oh, Alter, das Ziel, ey, ne? Das ist ja echt bei mir eine Blamage, du. Holy moly, ey. Okay, gut, das spricht für sich. Also 9.999 als Gearscore. Schade, dass er nur so wenig hat. Ne? Ich hätte da ein bisschen mehr erwartet. So, weiß ich nicht, 30.000 oder sowas in der Art. Aber gut, okay, sind wir doch immer vierstellig. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, das ist aber das Maximum, was du erreichen kannst. Ja, ist in Ordnung. Ach, okay. Ich muss sowieso nur meine Punkte hier einsammeln, 5 Stück, und dann hat sich die Sache erledigt. Natürlich auch Kristalle sammeln, ja, gar keine Frage. Auch das muss irgendwie gemacht werden. Oh, Alter, jetzt kommen die hier schon wieder an mit ihren ganzen Overdrives, ne? Meine Güte, das Match hat noch gar nicht richtig angefangen. Oh, ey, das wird super. Aber ich habe ja ein bisschen Zeit, ja, mehr oder weniger. Ich bin in der letzten Zeit so viel durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad. Unglaublich, ne? Unglaublich. Teilweise so abends, du findest auf einmal Radwege, ne? Oder beziehungsweise extra so Markierungen für Radfahrer, von denen dachtest du, die gibt es gar nicht, ja? An einer, Kreuzung. Also, wenn ich sage, ja toll, da ist eine Baustelle, gefühlt jede zweite Straße ist in Berlin eine Baustelle, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Übrigens, Berlin hat irgendeinen komischen Preis bekommen, so einen Sonderpreis für, ach, was auch immer, Alter, Fahrradklima, whatever, keine Ahnung. Ich dachte mir so, yo, Alter, ne? Ich meine, ich als Fahrradfahrer so, ich denke mir da ganz ehrlich, aber sorry, ne? Aber ich denke mir da wirklich so, wo zur Hölle, was war denn das jetzt für ein Bullshit gerade? Ich habe voll den Overdrive verschissen, weil der Typ einfach keinen Damage bekommen hat, auf den ich geschossen habe. Jo, dankeschön. Danke, Theo. Wirklich wunderbar. Naja, jedenfalls, Alter, jede zweite Straße gefühlt ist wirklich eine Baustelle, ne? Und oh, dieser Damage von den Leuten, das ist unfassbar. Und teilweise sind die so behindert. Also für Autofahrer kein Problem. Weißt du? Aber für Fahrradfahrer, du denkst also, ja, wo soll ich mich jetzt hinstellen? Hier ist ein Fahrradweg, ne? Aber the fuck, Alter, irgendwie auf die Seite zu kommen, ist gefühlt unmöglich, weil die Fahrradfahrer sich schon denken, yo, Alter, leck mich. Und abends, wenn aber dann ein bisschen weniger los ist, so, dann merkst du tatsächlich, oh ja, da ist schon so ein System dahinter. Da kann man auch als Fahrradfahrer tatsächlich abbiegen, ohne die halbe Baustelle mitzunehmen. Aber warum merkt man das am Abend? Ja, weil sich die Autofahrer genau dahin stellen, wo die, ja, wo halt so die extra 2 Meter für Fahrradfahrer sind, so. Ne? Ich hab das zuerst gar nicht mitbekommen, dass dort, ja, so Ampel, ja, Fahrradzone, okay, Auto. Was machen Autos? Und blockieren alles da. Wo extra noch so steht, yo, Fahrradfahrer. Denke ich mir, wirklich, es gibt so Leute, ne? Meine Fresse. Den solltest du gleich den Führerschein entziehen, ja? Ganz ehrlich. Wirklich, das ist einfach, nee. Nee, haben es nicht verdient. Die sind eine Gefährdung für mich und alle anderen. Die kein Airbag haben. Wirklich, das ist so beschissen teilweise von einigen, ne? Also hast du Leute, denen ist das scheißegal. Oh, Fahrradfahrer an der Seite, kein Thema, Alter, dann kann ich umrammen, wenn es sein muss, ne?
Wirklich. Kein Verständnis habe ich für diese Leute. Schade. Der Typ mit Hammer hat mich aus der Entfernung noch gekillt. Jo, alles klar. Nee, Alter, was war vor kurzem? Oh ja, ein Elektroauto hätte mich fast mitgenommen. Hat der ja nur grün? Also ich? Dachte ich so, ja. Was soll's? Wirklich, ey. Und dann guckt er so aus dem Fenster. Oh ja, hi. Weil ich angehalten habe, ne? Mitten auf der Straße. Weil er da voll um die Ecke kam. Nee, ey, wirklich. Das ist teilweise wirklich so behindert, durch die Stadt zu fahren, ja? Und dann natürlich die Baustellen. Wirklich, das ist auch, ey, das ist wirklich ein... Eine Zumutung teilweise. Wirklich eine Zumutung, was da... Ey, wirklich, weil wenn du mitten durch die Stadt fährst, so viele fucking Baustellen. Und weiß halt teilweise wirklich nicht, wohin soll ich mich jetzt stellen? Ja? Und vor allem, wenn die halt wirklich so behindert ist, dass du da, yo, Alter, genauso wie meine Fahrstile hier in Theo, so ähnlich fahren Leute mit dem Auto. Könnte mal sehen, ey. Ich habe 6,11. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geht schlechter, geht auch besser. Ja, wir hatten alles mal erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal jetzt hier schon 5 Punkte erobert habe, ne? Irgendwie komme ich auch gar nicht dazu, weil ich halt vorher gekillt werde. Von den Leuten. Aber gut. Vielleicht ja jetzt. Eventuell, man munkelt. Ja, nice. Den habe ich wenigstens ein bisschen was gegeben. Das ist schön. Einen weiteren Punkt erobert. Jo, so muss das sein. Komm. Machen wir erstmal hier ein bisschen Hilfe. Ne? Helfen wir den Jungs. Alter, diese Freeze, ne? Was zur Hölle geht mit den Leuten hier ab? Der haut dir 2 Sekunden das Ding aufs Maul und du bist weg. Krasse Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, GG. So, wo fällt denn das Teil? Wahrscheinlich irgendwo da, wo ich nicht bin. Ah, eventuell da ganz hinten. Jo, scheint so. Alright. Der lebt ja noch immer. Pff, okay. Gut. Ja, aber irgendwas war doch noch. Irgend so ein Autofahrer hat sich doch noch immer wie ein Vollidiot aufge... Oh, was war denn da noch? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich fahre heute Abend wieder. Vielleicht, vielleicht kann ich euch ja dann was erzählen, ne? Aber ich dachte, das ist ein Witz. Berlin hat irgendeinen Preis bekommen für... Ja, die machen ja viel für Radfahrer. Nee. Überhaupt nicht. Ja, 370 Kristalle gerade mal bekommen. Das ist nicht viel. Aber, was sagt das Ding hier? Ich habe nicht mal 7 Mal mich geheilt. Wow, geil. Ja, da können wir auch was anderes machen. Das ist ja kein Problem. Spielen wir doch einfach mal, ich weiß nicht. Spielen wir doch einfach mal Capture the Flag. Warum nicht? Jetzt ist es mir aber entfallen. Irgendwas war da noch. Irgendwas. Haben Busse eigentlich einen Lautsprecher? Das frage ich mich. Ich bin nämlich auf der Straße gefahren, weil, tja, da gehört nun mal du als Fahrradfahrer hin, ne? Kannst du nichts machen. So. Und ich bin jetzt nicht unbedingt mit 10 km/h da durch die Gegend gedüdelt, sondern hatte 25 oder so drauf. Auf einmal höre ich hinter mir so eine scheiß Ansage. Weißt du, so als würde halt ein Polizeiauto hinter dir zubrüllen, so, fahr mal ran, ne? Aber da war kein Polizeiauto, sondern irgendein Bus. Ich dachte mir zuerst so, vielleicht ja doch, aber hab mich umgedreht und ich sehe halt einfach nur einen Bus hinter mir. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was er da gesagt hat, vielleicht, dass ich aus dem Weg soll oder so, weil er da an die nächste Station soll, keine Ahnung. Aber okay, ich fand das so ein bisschen komisch, weil auf einmal hörst du so etwas und du denkst, so, bin ich damit gemeint? Das war nicht irgendwie so, dass da jemand von der Seite zugebrüllt hat, sondern das kam schon über irgendeinen Lautsprecher oder so. Ja, ah, richtig, richtig komisch. Boah, Alter, wie ich hier abgehe. Junge, da, so muss das sein. Ich krieg wahrscheinlich gleich aufs Maul. Ja, komme ich überhaupt noch durch? Oh, scheiße.
Naja, okay, ich hab's versucht, ich hab's versucht. Ich muss ja sowieso Gott sei Dank keine Flaggen erobern. Das wäre echt schrecklich gewesen. So, oh, komm, gleich kriege ich eine Schaft ab. Oh, du bist gleich weg. Super. Ja, hier reiße ich ja wenigstens etwas. Na, hier gehe ich nicht komplett drauf. Also klar, bei solchen Leuten hier vielleicht schon. Oh, oder auch nicht. Ja, es ist auch gut. Finde ich super. Hallo? Kannst du dich mal abschießen lassen? Okay, da nicht. Ja, aber also teilweise wirklich... Oh, mein Gott. Echt, einige Baustellen sind so... Nee. Boah. Wirklich die Stadt der Baustellen, hast du das Gefühl. Naja, wie dem auch sei, mal gucken. Vielleicht kommen ja demnächst so Fahrrad-Stories, ne? Man weiß ja nie. Kann ich mich in jedem zweiten Teil dann darüber aufregen, was Autofahrer mal wieder gemacht haben. Was sie sich so denken, ach scheiß drauf, ich habe eine Knautschzone. Mir kann nichts passieren. Was soll's. Nice. Dankeschön. Nächsten Kill. Ja, also in dem Match gehe ich hier gerade ziemlich ab. 7-3. Das ist man nicht immer von mir gewohnt. Ah, oh, schade. Aber jetzt. Zack, zack, zack. In your face. Okay, dann halt nicht. Was soll's, Rückwärtsgang? Wupp, wupp. Vielleicht kann ich ja doch noch mal eine Flagge erobern. Oh mein Gott. Ich seh's doch schon. Gleich kriege ich irgendwas ab. Ja, kommt hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Junge, jetzt mach mal hier Flagge. Bring mal Flagge zurück. Bring dir mal die fucking Flagge zurück. Wo ist das Ding denn? Alles klar. Gott, steckt er da irgendwo dazwischen fest. Oh, schrecklich. So. Immer schön einen Schluck nehmen. Oh ja, übrigens, ich habe das jetzt mit dem Mauspad so geregelt, dass ich das direkt an den PC geschlossen habe. Und ja, wie es scheint, also die Kamera, die ist angeblich an. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber es sieht so aus. Als wäre es so. Da fliegen ein paar Minen und Granaten und Geschosse. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich hier auf dem Account nun endlich mal die 2 Millionen EP geknackt habe. 3 Millionen werde ich hier nicht mehr machen, also ich weiß nicht, wie lange ich dafür bräuchte. Also natürlich, es geht zwar, ja, halt mit den ganzen Events halt schneller, okay. Und ich habe ja auf meinem kleinen Account ja auch schon ganz gut EP gesammelt. Also insofern, das wäre wahrscheinlich schon möglich, aber ich weiß nicht. Ich halte das für ziemlich, ziemlich lange. Ne? Wenn man mal bedenkt, ich habe ja auf dem kleinen Account doch schon wirklich seit Monaten teilweise für meine Verhältnisse sehr aktiv gespielt. Und da müsste ich all diese Monate auf dem Account hier nochmal nachholen. Und das Problem ist ja, dass ich aber auf dem Account technisch, was mein Equipment im Vergleich zu anderen angeht, ja, doch ziemlich hinterherhinke. Na, was bringt es mir mit Railgun und Hornet zu spielen in so einem Match? Ja. Ich könnte halt versuchen, zwar auf Schnelligkeit zu gehen und dann zack, 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 schnell ein paar Flaggen erobern, aber naja, ich mich versehe, kriege ich irgendeine Magnum ab oder so und jo, dann ist vorbei. Dann war's das. Kriege ich den hier? Okay. Oh, okay. Krass. Der Lümmel hat's geschafft, so weit zu kommen. Ja, okay. Jungs, noch ein Stückchen. Ja, nice. Geiles Ding, 3-0. Ja, das Match werden wir gewinnen und ich bin sogar Erster. Ich werde wahrscheinlich auf den dritten Platz fallen, habe ich so das Gefühl. In der letzten Minute Zweiter wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich das hier halten kann. So wie eine undichte Blase. Kannst du auch nicht halten. So. Komm, Alter, den kriegen wir jetzt hier. Der kann jetzt einpacken. Kann jetzt komplett einpacken. Jetzt habe ich dich. Zack, geh doch. Easy peasy. Da kannst du nichts mehr machen. Kann man sogar noch die Flagge zurückbringen, wenn es sein muss. Ja, schön. Oh, okay. Ah,
Ich wollte mich noch heilen. In dem Moment wollte ich mich noch heilen. Ich hab schon auf die 1 geklickt. Leute. Aber 14 Nacht, wow, was ist denn los hier? Ah ja, okay, ich sehe, der Gearscore ist los, ja. Mensch, der ist ja jetzt sogar jetzt competitive, was jetzt auch mein angeht. Cool. Dankeschön. Endlich mal was Positives. So, kriegen wir vielleicht noch irgendeinen Typen? Okay, das war's. Schade. Aber was soll's, 3 Sternchen für mich und mit 15,8 bin ich am Ende sogar noch Erster geworden. Für alle, die dies interessiert, hier ist die Tabelle mit allem drum und dran. Ja, geil. Richtig, richtig geil. So, ich habe leider heute nicht so unbedingt viel Zeit, weil ich gleich wieder los muss. Passiert. Aber ich bringe hier nochmal schnell alles weg. Wunderbar, Stufe 27 und es sind ja noch ein paar Tage hier zu spielen, ne? 9 Tage. Und die Hälfte habe ich halt so gesehen schon mal durch. Hupsala, hier wartet auch schon die Farbe Sternbild auf mich. Da ist nicht mehr viel. Richtig, richtig toll. Und natürlich, es kommen ja auch noch ein paar wöchentliche Aufgaben hinzu. Das darf man auch nicht vergessen. Oh, die habe ich sogar schon. Cool. Ja, nice. Dann bringe ich die doch auch mal weg. Dann fehlen mir noch 6 Aufgaben. Und dann gibt es 200 weitere Sterne. Also ich bin, was das angeht, doch schon sehr versorgt. Geil, das kann so bleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne macht das Video besser, Rinion, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ich weiß gar nicht, vielleicht nochmal auf dem großen Account. Keine Ahnung, mal gucken. Und ja. Rinion.